Was geht ab, Leute? Back in der neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Ist jetzt, glaube ich, schon eine oder ich glaube sogar fast schon zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, Leute. Das ist insane. Bin auch gerade ein bisschen krank. Man hört es vielleicht, weiß gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir jetzt letztes Mal stehen geblieben waren. Habe ich gerade nicht mehr am Schirm. Ich glaube, nee, hier waren wir schon letztes Mal durch. Wir müssen da runter, glaube ich, ne? Ich weiß nur, wir hatten diese Abkürzung mit dem Aufzug freigeschaltet, als letztes. So, was ist das hier alles? Guck mal, hier geht's hoch. Was ist das hier? Oh nein! Siehst du das? Oh shit! Da geht's rein. Hab noch was gefunden. Datendist. Und scan. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir es uns an. Hab schon einen Stein gefunden. Wie komme ich jetzt wieder raus? Toter Jedi. Nein. Wie komme ich hier durch? Okay. Hier ist ein toter Jedi. Ja, shit, Leute. Moment, ich sehe gerade gar nichts. Komme ich hier wieder raus? Hä? Komme ich überhaupt wieder raus? Wäre schlecht, wenn nicht. Weil das hier kann ich ja nicht zerstören, oder? Ich glaube, ich habe ein Problem. Hä? Als ob er denn nicht mehr rauskommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ich irgendwas soll? Wie gesagt, ich habe zwei Wochen nicht gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe manche Sachen bestimmt nicht mehr im Blick gerade. Habe ich jetzt getrappt? Hä, was soll ich machen? Ich komme nicht durch. Ich glaube, ich bin zu früh hier drin. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich muss Selbstmord begehen. Hat die eigentlich da nicht nah genug ran? Dann krieg ich das so oder. Ah, okay, guck mal. Ah, das ist blöd. Okay, das wusste ich natürlich nicht, dass ich jetzt hier gefangen bin. Wie der Jedi, ne? Der ist hier wahrscheinlich auch gefangen gewesen, kam nicht mehr raus. Ja, blöd. Ja. Machst du nichts, ne? Na gut. Jetzt wollen wir nochmal hier oben. So, hier sind irgendwie keine Droiden mehr. Wundert mich auch ein bisschen, weil normal sind noch hier immer so Droiden gekommen mit so Bomben. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Na gut. Dann halt nicht. Nee, dann scheißen wir auf die Penner. So, das Ding ist, da unten geht's halt auch durch. I try that first. Aha, guck mal. Ah, und da drüben sind wir dann drin. Guck mal, hat es sich also nochmal gelohnt, hier reinzugucken? Oh geil, gibt einen Fähigkeitspunkt, nehmen wir mit. Ne, gibt's hier nicht, ne? Okay. Aber ich bin doof. So. Zack. Das hier ist ja easy. Oh! Das bleibt so. War ich da auch trapped da unten? Ne, da komme ich hoch, oder? Da geht's zumindest weiter. Ah, jetzt ist hier oben auch zu. Okay, alles gut. Ne, hier geht's nicht weiter. Nehmen wir den Shit. Jetzt bin ich hart verwirrt. Wo zur Hölle muss ich denn dann hin?
Okay, irgendwas übersehe ich, glaube ich, noch. Kann ich das Ding damit vielleicht explodieren lassen? Direkt durchgeätzt. Können wir das anderswo gebrauchen? Okay. Das hätte uns schon in vielen Situationen weitergeholfen im Game. Verdammt. Lex? Was war das? Oh nein. Grauenvoll. Immer noch? Wir sind schon lange hier. Ob ihr Lex habt? Ach man, Leute, was ist denn das? Unnormal. Ach, Digga, nicht schon wieder. Digga, deswegen spielt das Game nicht mehr so gern. Weil das absolut Abfuck ist, Mann. Ist alles wie vorher. Ja, letztes Mal ging doch alles problemlos. Ich verstehe es nicht. Immer noch Lags? Ja, ne? So sehen wir die Aufnahme. Ich try nochmal. Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Sag mal gleich, ob es nochmal laggt. Jetzt geht's wieder, okay. Gut zu wissen. Ne, jetzt leckt's hier auch wieder unnormal bei mir im Stream, perfekt. Also in meiner Vorschau. Ach Mann, was ist denn jetzt los? Jetzt ist alles wieder für den Arsch. So, hoffen wir mal, dass es jetzt nicht leckt, weil das wäre echt belastend. Weil dann weiß ich nicht, was ich machen soll, Leute. Dann tut's mir leid. So, Leute, wir brauchen... Gibt's hier noch einen anderen? Wir wissen, dass da oben, ey. Ah, da ist einer. Ja. Okay, ich wusste halt nicht, dass das passieren würde. Mit dem Schmelzen, das ist ja übel stark. Aber wie komme ich da hoch? Ah, hier, lol. Da müssen wir die ganze Höhle nochmal durchsuchen später, Leute. Das ist hart. Dann ist dafür bestimmt das Loch hier, oder? Nee. Brauche ich den? Ja, wachs doch mal, du Hund. Oh, hätte ich das vorher mal gewusst, ne? Aber ich glaube, es leckt gerade nicht, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, wir können die ganzen Penner halt schon... Da ist schon einer. Der ist ein Wichser. Da kommt der nächste. Da kommt der dritte. Der Tod flüstert dir ins Ohr. Das wird nicht verlangen. Ich werde dich brechen. So, jetzt reicht's schon. Okay, einer ist tot. Zähl dich doch mal, hallo? Oh, drück jetzt fantastisch los. Muss wieder reinkommen, Leute. Haben wir Lex? Nee, ne? Falls doch, tut's mir leid, Leute. Ja, meine Kraft ist insane, oder? Ihr Potzen. Oh Mann, nicht wehtun, bitte. Ey, du Wichser. Wo ist denn eklig? Baby ist tot und... Oh, dunkle Macht, und wir gehen rein. In die Linde.
bisschen Pet drin haben wir besiegt. Ihr wolltet uns also einen Hinterhalt stellen. Oh, hätte klappen können. Hat es aber nicht. Ich glaube, dass das Hornslot eingestellt war. Sorry. Okay, das war geil, Digga. Nice. 3 tot. Die kommen hier aber immer noch nicht durch, na gut. So, wo kommen die Penner alle her? Das muss gehackt werden. Da geht's nicht durch. Da kommen wir her. Wo kam der dritte von denen her? Immer was? Wo ist der? Wo ist Deggan Garra? Ich weiß nicht. Wir konnten ihn nicht finden. Aber er hat Jedi ermordet. Er muss für seine Verbrechen büßen. Natürlich, klar. Ich verstehe. Du folgst deinem Kodex und ich folge meinem. Ich schulde ihm alles. Nur mein Auge. Aber euch. Euch schulde ich nichts. Oh, Digga, Rave ist schon Penner gewesen. Aber ich fand, er ist schon ehrenhafter Penner gewesen, muss man auch einfach sagen, Digga. Ich möchte da jetzt nicht zu viel sagen. Ihr habt es ja im Endfight gesehen. So gegen ihn, meine ich, im Endfight. Wieso leuchtet es noch blauer? Das kann man sich wieder mehrmals angucken, ne? Aber ging jetzt die Tür auch auf? Ne, da kam wahrscheinlich einer her nur, ne? Und dann. Na gut. It is what it is. Hier haben wir auch nichts verpasst, ne? Das noch zum Scannen. Digga, das ist. Große Höhlen. Ah, da komme ich jetzt eh erst hin, ich Vollidiot. Na gut. Spoiler! Na gut. So, zack. Aha. Irgendwas Interessantes? Kontrollraum. Das war aber ein geiler Dein Kampf Auftritt, eben gerade gegen die drei Kopfgeläge. Hat ein Upgrade. Truhen. Ja! Geil! Und Sim und BD1 Upgrades werden auch angezeigt. Sehr geil. Das ist also in den Höhlen gewesen. Ha! Da wäre zum Beispiel eine Kiste, die wir nicht haben. Ja, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht alle. Ich bin nicht sicher, aber wir gucken uns das mal um. Das ist jetzt da, wo wir runtergedroppt sind. Ne, jawohl, okay. Verstehe. Hier geht's hoch. Abkürzung, let's go. Was haben wir aber hier noch? Achso, ich bin so ein Vollidiot manchmal, ne? Also kann man mir nicht übel nehmen, dass ich so ein Vollidiot bin, oder? Also, wie kann man denn so dämlich sein? Okay, wir sind auf jeden Fall durch mit den Höhlen, aber wir haben die ganzen Kopfgeldier nicht gekillt. Weil ich natürlich nicht wusste, wie ich da durchkomme, aber jetzt, meine Freunde, wissen wir das ja. Hier geht's auch noch durch. Zur Hölle kommen wir da, ist das auch noch Teil der Höhle? Hauptziel? Das ist die Schmugglertunnel. Lol. Okay, da kommen wir da bestimmt später raus. Warte mal hier noch. Interagieren. Wir müssen aber nochmal in die Höhlen dann. Ganze Kopfgeldiger klären. Ach, das Sensor halten. Geil, nehmen wir mit. Let's go. Das ist keine Kiste, ne? Ne, okay. Weiter geht's. Up in the water. Tor ich nochmal mit X. Ja, okay. Alright, with good things will happen to you. So, ab nach oben. Da wird man nicht loben. Bisschen vielleicht. Ui, wo bin ich jetzt gelandet? Mitten in der Water. Im Schmugglertunnel, aha. Da sehe ich einen Fischer. Ahoi, Cal! Ahoi, Captain. So, Hund. Was geht ab? Ist es hier unten nicht etwas dunkel zum Angeln? Ein echter Fischer braucht keine Sonne, um etwas zu sehen. Ein echter Fischer sieht mit dem Geist. Wirf deinen Blick mal hier drauf. Ich find's geil, dass er mir die Fische überholt. Vollidiot. Du fragst dich, welche Geister der Tiefe flüsterten dem alten Scuba, wo sich die Fischchen verstecken?
Aber du weißt eben nicht, dass der stachelige Hakenfisch immer nordwärts zieht. Warum schwimmt es immer nach Norden? Nun, also Norden, das ist relative... Na schön, ich bin auf meinem Weg nach unten auf ihn gestoßen. Aber ein echter Fischer weiß, dass ein bisschen Glück wichtiger ist als irgendein kabeljau Migrationsmuster. Und jetzt eine Geschichte, falls du Zeit hast. Komm, gib ihm. Obwohl, nee, brauchen wir nicht, oder? Müssen wir uns die anhören? Ich glaube nicht. Muss nicht sein. So, ab nach oben. Wird mir nicht loben, ne? Wo zur Hölle bin ich jetzt hier eigentlich? Ja, bitte eins, was hast du? Ah, was geht denn? Lass mich raten. Noch mehr Schürfausrüstung. Sucht auf Kobo eigentlich irgendjemand nicht nach Schrott? Da unten waren wir schon. Hier aber noch nicht. Oh. Sehen wir uns das mal an. Nur mit. Let's go. Was soll das jetzt? Hä, hey, Digga, fall mal nach unten, du Penner. Ah. Mann. Digga. Oh, Junge, sowas bin ich ja mega gut. Hä? Oder muss ich in die andere Richtung? Ich bin gerade richtig sicher. Bro, welche Richtung? Wo schnell kann ich nicht reagieren? Boah, Junge, ey, chill mal kurz. Lass mich doch erst mal checken, wo ich hin muss. Boah, für sowas bin ich halt echt zu scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Bro, was ist das für eine Scheiße, Bro? Wo muss ich denn da hin? Zeig mir das doch mal wenigstens. Ich check's grad nicht. Checkt das jemand? Checkt jemand, wo ich hin muss? Welche Richtung? Ich hätte gesagt, in die andere Richtung, aber dann geht mich das Ding ja von hinten. Also auch keinen Sinn. Also eigentlich. So. Ich check's nicht. Das ist wieder eine unlogische Scheiße. Ja, Bro! Oh Mann, ist das beschissen! Wo muss ich da hin? Digga, Mann. Oh. Was ist das für eine Scheiße jetzt hier? Wenn ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss, ja? Okay, kriegt man vielleicht irgendwie hin, aber das ist ja richtig scheiße so. Ich check's halt wieder nicht. Ich bin ja wieder zu dämlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Andere Richtung, oder? Hä? Was ist das für ein Dreck? Ich kann da auch nirgendwo anders. Also, das. Das verstehe ich. Mann, dann sag mir doch, wo ich hin muss!
Das hakt so dermaßen rein, Digga. Was? Wo muss ich denn da hin, Bro? Jetzt schallern, oder? Oh Gott, ist das beschissen. Aber wo muss ich hin? Hä? Und jetzt? Oh Mann, also dann zeig's mir doch wenigstens mal cool. Ich kann das doch. Das ist so beschissen, Digga. Sowas hasse ich. So, und wo muss ich denn dann da oben hin? Wo muss ich denn da oben hin? Leute, bitte, das ist doch eine Scheiße hier, die habe ich schon selten gesehen. Bro. Bro, bitte! Mann! Das ist so ein unoffensichtlicher Weg, den du hier hast. Das ist ja so beschissen gemacht. Bis hier ist klar, okay, ja, okay, verstehe ich noch. Aber was zur Hölle geht hier hinten ab? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hä? Wo soll ich denn da hin? Hallo? Oh Mann, ey, google ich, hab keinen Bock auf den Schmutz. So eine Scheiße wieder, weißt du? Was ist denn das für ein Dreck, Digga? Was zur Hölle ist das für ein Scheißdreck hier wieder? Sowas ist unnötig, Digga. Zeig mir doch wenigstens den Fickweg an, Bro. Das ist doch dumm. Habe ich hier vielleicht eine Karte in Game? Das ist so beschissen. Nee, habe ich nicht. Wie heißt denn die Scheiße, Digga? Keine Ahnung, Digga. Taschenmuschiritz, Digga. Was weiß ich denn? Bro, das ist Arsch, Digga. Mein Gott, heute ist so scheiße hier alles. Wie nenne ich das denn? Schmugglertunnel, Machtriss. Guck mal hier, da habe ich doch. Jetzt will ich das sehen. An dem 040 der Kollege gebraucht. Das sehe ich mir jetzt hier schön an. Weil das macht für mich absolut null Sinn. Wie ist er da hochgekommen? Wait a fucking minute, Bro. Du musst durch das Grüne boosten, oder was? Hä? Das check ich nicht. Der geht da hinten hin, zieht sich darüber. Dann fährt er da lang. Mhm. Dreht nochmal um. Knallt mit dem Grünen bis nach oben. Insane. Okay, krass. Ja, damit rechnen wir nicht, ne? Dass man da mit dem Grünen nach oben muss. Ich habe mir eh schon gefragt, wofür das ist, aber ich dachte nicht. Ich hätte es ausprobieren können, ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass man damit so hochkommt. Oh, wieso macht man das so kompliziert, Digga? Also, das ist halt auch ehrlich der beschissenste Macht, das ich je gesehen habe, Digga. Sind wir einfach ehrlich. So, zack. Und dann turn around. Oh mein Gott, Digga. Das ist ja so beschissen, Bro. Muss ich das denn hier nochmal machen? Nee, oder? Nee, oder? Mann. Boah, das ist so nervig. Das war glaube ich zu spät, oder? Ich bin so voll Idiot, ich muss auf B drücken. Mann! Boah, wenn du krank bist, kannst du so eine Scheiße nicht machen, Digga. Digga. Das geht nicht, da fehlt einfach die Konzentration zu, Mann. Schießen, Digga. Alter, okay, das ist wirklich das Nervigste, was ich bis im Spiel gesehen habe, glaube ich. Also zumindest, was ich mich gerade noch erinnern kann. Den Rest habe ich aber wahrscheinlich eh schon wieder ausgeblendet. Perfekt.
Och, Digga, dass du da nicht mal Checkpoint zwischen hast, ist so nervig. Ich weiß, weil es auf Zeit geht, aber Digga, es ist so gottlos. Boah, es ist eklig. Ja, das ist halt ehrlich sehr, sehr eklig. Mann, Digga! Langsam nervt's! Bitte, Mann. So eine Scheiße brauche ich heute nicht. Hör mal auf mit den Faxen, Mann. Ich wollte eigentlich nur Kopfgeld getötet. Bin ich in dem Scheiß hier, Digga, Mann! Warum ist das nicht einfach wieder Druiden bekämpfen? Nein, das ist wieder so eine Bullshit-Aktion, Digga. Die sich irgendwo aus dem Arsch gezogen haben bei EA, weil sie sich nicht besser einfallen lassen können. Man muss natürlich noch irgendeinen Abfuck-Faktor ins Spiel bringen. Damit man noch das. Wirklich! Damit man schön die gute Laune auf dem Spiel nimmt. So eine Scheiße wieder einbauen. Perfekt! Yay, yeah, ihr seid so gottlose Hurensöhne. Und das war aber von Anfang an schon klar, Digga. Weil die kriegen nichts Gutes auf die Reihe. Nichts! So eine Scheiße, Alter, wirklich. Was ist für ein Dreck hier, Mann? Boah, ist so zum Kotzen, das der Scheiß hier, Mann. Boah, na nicht mal. Also hier Checkpoint wäre okay. Bin ich ehrlich, Digga. 40, Digga, ihr seid so krank. So, ich muss jetzt hier knallen und dann. Digga, wie soll ich denn auch kommen? Digga, ich check's nicht! Ich google die Scheiße jetzt! So ein Dreck habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Mann! So eine Scheiße! Alter, wenn ich krank bin, brauch ich sowas nicht! Hat sie die Scheiße wieder einfallen lassen, Digga. Hat sie wieder einer gewichst an bei, Digga. So eine Scheiße ist das wieder. So ein absoluter Bullshit, den kein Mensch braucht, Digga. Mann. Kann ich kotzen, Digga. Da kann ich hart kotzen mit dem Piss hier. Was macht der denn da? Der runter, rechts, 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 links, rechts, links, Digga. Das ist zum Kotzen. Zack, und dann da hoch. Hä? Wie soll das gehen, Digga? Ich verstehe es nicht. Hä? Da wäre ein Checkpoint, glaube ich. Perfekt. Wir müssen nur die Scheiße schaffen. Geil. Das war's, glaube ich, dann sogar schon. Ich kann mich einfach einpissen gehen, Digga. Das ist doch zum Kotzen. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wer hat sich diese Scheiße... Wer bei EA saß dann und dachte, das ist eine geile Idee, den... Ah, geil, Digga. Ah, macht er den Boost nicht. Wer saß da bei EA und dachte, das ist eine geile Idee, Digga, dass die Leute sich... Digga, Mann, jetzt reicht's aber auch, ne? Nee, aber sag mal ehrlich, wer saß da bei EA und dachte sich, das ist eine geile Idee, so einen richtig räudigen Dreck hier reinzumachen? Da muss da wieder irgendein Wichser so eine Nase kurz gezogen haben, dass er den kompletten Realitätsverlust hatte, Digga. Das ist so eine Scheiße, die ich hier gerade sehe. So gottlos. Aber das fällt auch nur EA in so einen Dreck. Ja, Digga, warum ist das Ding so früh da, Mann? Was ist denn mit dem Kombi los? Ist doch scheiße. Oh, Digga, bitte. Es ist heute alles schlimm und das hier macht nochmal schöne Krönung drauf, Digga, wirklich. Oh Mann, Alter. Krank, der läuft in Wreckfest gar nichts, Digga. Dann laggt es hier, wenn ich anfange zu streamen, Digga, mit Star Wars, Digga. Und jetzt kommt diese Scheiße, Bro. Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Was ist denn heute für ein Scheißtag? Mein Gott, Digga. Jetzt fuck mich bitte nicht ab, Digga. Einmal bitte keinen Abfuck, Bro. Oh Mann! Digga, bitte! Ist das scheiße, Mann! Hat sich scheiße ausgedacht, Digga. Der kriegt so eine Schelle, Digga. So ein Hurensohn. Wirklich. Komm, ich habe ja auch ein paar Tage nicht gespielt. Ich muss halt wieder reinkommen, Mann. Na, das erste, was man machen muss, ist direkt so ein Bullshit hier, Digga. Geil. Ne, fühle ich. Oh, Junge, das war close. So. Alter, ist jetzt hier achtmal hin und her geslidet. Weiß nicht, ob es da irgendeinen Sweet Spot gibt oder so. Du musst, glaube ich, sowieso die andere Richtung, also in die hier. Du musst es aber, glaube ich, auch gut abcatchen, ja? Kein Plan.
Digga, das ist so nervig! Als ob wir das getimt. Also, ach, Digga, das ist nichts für heute, Digga, wirklich. Du kannst ja jetzt nicht mehr rausgehen. Ich muss die Scheiße jetzt machen, Digga. Belasten. So nervig, Digga. Und dass man dich nicht nochmal safen kann, irgendwie. Du bist so oder so gefickt. Weil du die Scheiße hier machen musst. Du bist so oder so gefickt. Das ist eine Scheiße, die mich nervt. Früh. Nee, gar nicht so früh. Perfekt. So, jetzt reicht's mir langsam. Wie kriege ich das jetzt hin? Also ich muss da oben hin, Digga. Aber das ist arsch beschissen gemacht. Mann! Wie schafft man das? Ich muss gleich auf noch pausieren, dann, ja, dann mach ich halt weiter, wenn ich die Scheiße geschafft habe, Leute. Ich kann jetzt hier nicht eine Stunde damit ver... Digga, ich kann jetzt hier eine Stunde in der Aufnahme sitzen und die Scheiße versuchen. Weil es einfach richtig beschissen gemacht ist, Digga. Mein Gott, Digga, es ist so beschissen. Ja, fick dich doch. Ich pausiere die Aufnahme. Es geht dann irgendwie in 8 Stunden weiter, wenn ich diesen Bullshit hier geschafft habe. Bis dann, Digga. Hab's geschafft. Ich hab's einmal geschafft. Halt dein fucking Maul, Bro. Ich hab's irgendwie dann geschafft. Es waren nur 2 Minuten oder so, nachdem ich die Aufnahme passiert habe. Heilige Scheiße. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Gottlos. Gottlose Mission oder Sache, die es im Spiel gibt. Nie wieder. Wirklich anders fucking gottlos. Bro. Oh. Ja, Digga, habe ich nicht gesehen, dass man sich, ne? Dass man hier runterklettern kann. Ich dachte, man kann irgendwie runterspülen, das Wasser oder so. Oh Mann, jetzt. Nein. So, wo zur Hölle bin ich jetzt? Anfang, okay. Alles gut. Boah, Alter, bin ich abgefuckt gerade. Und noch Fähigkeitspoints. Ich weiß nicht, woran ich die noch setzen soll. Lichtschwert vielleicht. Keine Ahnung, Digga. Das ist echt gottlos. Hier, Parierstange. Oh, das ist die Fähigkeit, die ist auch cool. Und das hier noch mit. Aber immer noch eins maxed. Oh, macht einen Klon Half-Life, ist okay, ne? Nimm mal mit. Dann, was weiß ich, Digga. Ich bei Macht? Keine Ahnung. Hm. Ja, mal so, Digga. Ist juckt ja eh nicht. So, zack. Achso, ne, ich wollte schnell reisen, ich voll Idiot. Der Bergaufstieg, was ist das? Das sind die Höhlen, da will ich hin. Genau. Oh Gott, Leute, das ist eine gottlose Folge. Jetzt den normalen Weg. Die habe ich vergessen, die Penner. Ja, hochsichtig, ne? Hä? Roger. Schnauze. Wo ist so ein Ding? Da hinten sind solche Dinger, ja, aber.
Wo muss ich die vielleicht? Nee, hä? Hä, wie? Ist das nur eine Abkürzung? Ich weiß gerade nicht. Die Waage sich hier zu nähern. Bewegungen des Ziels unberechenbar. Digga, chill mal. Pack dir gerade so ab. So, zack. Los. Oh Mann, da unten war nichts mehr, ne? Muss mal wieder klarkommen hier. Hätte ich das halt direkt gewusst, wie ich da durchkomme, ne? Wäre viel einfacher gewesen. Das ist jetzt im Endeffekt. Da kommen wir nicht runter. Jetzt hier wieder runter. Hier wieder. Legst du mich zusammen? Das ist viel besser. Und der Renko ist tot, oder? Jo. Glaub schon. So, ich brauch so ein Explosionsding. Das ist die Kopfgeldjäger. Hätte man die vielleicht vorher schon alle einzeln töten können? Oh, der ist nicht tot. Willst du mich verarschen? Dass der wieder respawned ist. Ob ein Ranker respawnt, Digga. Heil mich. Der nächste. Nochmal den Ranker geklickt. Let's go. Es ist vorbei. Hä? Wieso ist der nochmal respawned? Okay, das wundert mich gerade ein bisschen. Aber okay. Gut, bei dem anderen habe ich es halt nicht geprüft, weil das sind wir halt nicht mehr hin, ne? Gibt's hier noch so ein Ding, um das hier aufzuschießen? Ich sehe keins. Aber wenn die ganzen Kopfhörer hier unten tot sind, dann brauche ich hier unten noch gar nichts mehr machen. Ich finde hier auch keins, ne? Das ist doch Arsch. Hier wäre eins. Aber wie weit kann ich das mitnehmen? So, kann man das so weit mitnehmen? Lol, okay. Das ist nice. Stimmt, ich brauch die ganzen Echos, aber. Wir sind hier tief unter der Erde, um einen Weg durch die Sterne zu finden. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, Padawan. Unabhängig von Rang. Wahrscheinlich. Oder, also zählen Echos auch zu den ganzen Skins? Das weiß ich auch nicht. Oder ob das nochmal was Eigenes ist, quasi. Oh, ist so eine Kiste. Urlandschalter, okay, nehmen wir mit. Nice. Okay. Guck ich trotzdem mal hier unten um, weil wir hatten ja noch viele verschlossene Dinge. Wo ich ja vorher nicht hinkam. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo die jetzt alle waren, ne?
Hier zum Beispiel eins. Ein Jedi, rekalibriere Angriffsvorgehen. Ich bin ehrlich, diese Magna-Waren sind so cool. Es gibt halt immer so ein richtiges Clone Wars-Feeling, die ganzen Droiden in dem Spiel. Das habe ich halt im ersten Teil schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Da bin ich ja großer Fan von. Dass du jetzt hier auch gegen so Magna-Wachen kämpfen musst, ist halt schon cool. Systemschaden. Ah ja, stimmt. Wer lebt denn noch, der Penner? Ja, das ist asozial bei den Dingern. Das finde ich geil. Was hab ich hier noch? Kann das bestimmt für uns guck mal, eine Datendisk. Habe ich das letzte Mal nicht mitgenommen dann? Und was gibt's hier noch? Ich muss den auf jeden Fall so einen Weg finden. Ich will das irgendwie in Ruhe lassen. Solange ich die angreife. Leite Energie um. Nice. Den haben wir glaube ich noch gar nicht gesehen. So, ich brauche wieder hier was zum Exploden. Okay, hätten wir die Abkürzung schon nehmen können. Habe ich hier irgendwas zum Exploden, ist die Frage. Kann ich das im Oft... Warte mal. Vielleicht können wir das im Oft zum Belohner nehmen. Das wäre natürlich der einfachste Weg. Dann haben wir auch fast alles schon freigeschaltet. Weil die explodieren ja nicht, solange die mich nicht berühren. Oh, die wollen mich ja nur fressen, aber das ging ja nicht hin. Also, das sieht schon ganz gut aus. Geil. Doch relativ easy. Und da ist eine Truhe. Moment, da gehe ich gleich rein. Erstmal das hier. Das sieht aus, als ob ich da gleich durchbrechen werde. Diese Flora ist faszinierend. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht gibt es etwas in dem sekundären Labor, das uns bei der Analyse helfen kann. Maybe. Kräftige Reiz, hier kommen wir nicht durch. Achso. Siehst du? Nur Landgriff, okay, cool, cool, nehmen wir mit. Da ist noch irgendwas. Ich will für das Druiden-Upgrade, aber brauche ich das? Das ist ja die Frage. Da ist ein nicht abgeschlossener Scan da oben. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich nicht. Ah, doch, da war. Na klar, das ist der Eingang. Sonst habe ich, bis auf die Kisten, habe ich jetzt aber alles mitgenommen, oder? Ja, und halt die Kisten und Druiden-Upgrades, ne? Aber die jucken, glaube ich, nicht. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Den Scan brauchen wir aber auf jeden Fall noch. Wir müssen also nochmal noch ganz oben. Aber das ist ja nicht schwer, wir haben ja, warte, wo war's jetzt? Hier war der Aufzug, genau. Alter, dann weiß ich glaube ich, wie man das macht. Wenn man die Dinger so weit schmeißen kann, das müssen wir halt rausfinden. Oder kann man vielleicht, ne, ich muss jetzt mal runter. A Trim or something. Vielleicht geht das ja. Ne, das geht nicht. Okay, schade. Muss da hinschmeißen können. Aber das geht von hier nicht. Oh, das wird eklig, glaube ich. Ah, perfekt. Geiler Tod. Oh, Mann. So. Ey Mann, was macht er denn? Oh Junge. Heute ist niemand da. Wo ist zum Exploden? Das wächst da, aber. Kann ich das so weit schmeißen? Das bezweifle ich irgendwie. Aber wie soll ich es dann machen? Ich komme von hier nicht da dran. Oh, das wird eine eklige Sache, glaube ich. Also bis hier hinten kommt man easy, das ist klar, aber...
Kann ich das Ding so weit schmeißen? Das wäre wild. LOL. Okay, das ist insane. Okay, nice. Dann haben wir das auch. Sicherheit. Oh ja, harte Sicherheit. Wo ist hier der Skin? Für die Tür. Sehen wir nach. Für ein Turbolift-Netzwerk. Das war's hier drin. Ah ne, guck mal, was ist denn das? Okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht gut aus. Mal gucken. Ah, perfekt. Das hier auch, oder? Wofür gibt's das? Ich glaube hier wäre auch ein Kopfgeldjäger drin gewesen. Den hätten wir halt auch schon töten können hier drin. Ne? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wo die waren. Wir haben die halt am Ende alle einfach zu dritt gefightet. Aber das hätten uns halt, glaube ich, einiges erleichtern können. Na gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Warte mal, ey. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? What the fuck? Achso, stimmt, wir sind auch runtergedroppt, ne? Nein, muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Das wäre ja schon Arsch. Dann ist es nicht so weit, aber ziemlich nervig. Oben war, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, ich glaube, die Höhlen haben wir sogar durch. Achievement habe ich nicht bekommen. Oder es wird mir wieder nicht angezeigt. Der Rinker, da gehe ich nicht nochmal hin. Ich weiß nicht, ob der zum dritten Mal respawnt. Ich hoffe nicht. So, aber der juckt jetzt eh erstmal nicht. Oh mein Gott. Du blöder Wichser. Ich dachte, ich muss dich nicht mitnehmen, aber. Anscheinend doch, der Hund. Dreckigen, ey. So. Die greifen mich ja eigentlich eh nicht an. Dass er nicht provoziert ist. Okay, nice. Dann sind wir durch damit. Der Aufzug ist jetzt oben. Moment. Ich sehe auch gerade, die Folge ist eigentlich schon fast wieder zu Ende. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht den Rest dann einfach Discord mit dem Lili mache. Und dann aber, wenn wir so Kopfgeleger oder so haben, dass ich so kurz die Aufnahme anmache. Weil ich glaube, Map erkunden bockt für die Aufnahme eh nicht. Und nur die legendären Gegner wären halt, glaube ich, interessant noch. Oder wenn wir irgendwas Interessantes finden. Das würde ich meinen. Müssen wir mal gucken. So, zack. Easy. Alright. Gut, Fing. Nein. Schnell reisen wir nur rund. Aber auf jeden Fall die Höhlen. Cool. Wir reisen einfach mal. Nicht in die Stadt reisen. Außenposten. Ich will mal gucken. Man kann sich ja diese Kopfgeldjäger irgendwie markieren lassen. Step bekommen, Moment. Oh. Vom Digger. Weil er gerade FIFA zockt. Okay. So, wie kann ich mir dann nochmal die Kopfgeldinge anzeigen lassen? Hier ging das. Kopfgeldjäger, vielleicht da. Das zählt, die ganzen Kopfgeldjäger unten drin waren, haben nicht als Kopfgeldjäger gezählt. Gottlos. Oh, das ist gottlos, Digga. Aber wie kann ich die denn nochmal? Irgendwie wollte ich mir die anzeigen. Ach ja, hol, abhängen. In dem Radius, wo ich auch gerade bin.
Ja, ist doch beschissen, Bro. Ich soll die jetzt hier suchen, oder was? Da ist noch ein Scan da oben. Muss ich denn da hoch nochmal? Ist generell so viel, Digga. Holy shit. Sind auch noch zwei Scans. Boah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt auf 100% machen möchte, Digga. Guck dir mal die ganzen Scans allein auf der Karte an. Das ist schon gottlos. Ja, kann man sich das irgendwie vielleicht angucken, was dann, was einem noch fehlt? Weil das ist ja echt hart. Die Kopfgeldige hätte ich halt gerne mitgenommen, aber... Wenn man die so scheiße findet, Digga, das ist ja auch blöd. Datenbank, da vielleicht, guck mal. Was sehe ich? 72% habe ich gescannt erst, Digga. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist schon wenig. Weiß nicht. Ich glaube, ich würde zumindest nicht mehr aufnehmen erstmal. Und den Rest vielleicht einfach privat am Spielen oder halt dann im Stream mit in dem Discord oder so. Mal gucken. Aber 72% aller. Kompass. Aber würde ich sagen. Ja, aber wir brauchen jetzt noch 28% quasi, Digga. Allein nur die Scans, glaube ich, sind das. Das ist ja schon ultra viel. Das kann man hier irgendwie auch aktivieren, ne? Boah, das muss ja von da hinten irgendwo sein. Holy shit. Ah, also, keine Ahnung. Ich glaube, das würde ich dann vielleicht mal irgendwann anders machen. Oder halt, wie gesagt, dann ohne Aufnahme. Beziehungsweise so Kopfgeldige und so ist ja schon ganz cool. Aber der Rest. Ah, oder das geht hier mit. Guck mal, den Tempel können wir mitnehmen. Also was ist Tempel? Das, was wir hier gefunden haben. Wenn ich denn sehe, wo hier so ein Ding ist. Holy shit. Toll, wo soll ich jetzt hier... Was ist für eine Scheiße jetzt hier? Wo soll ich jetzt hier hin? Also manchmal ist es komisch. Sind wir ehrlich. Hier ist doch nirgendwo so ein Ding, ne? Ach da, warte mal, vielleicht da? Nee. Ich sehe gerade keins. Okay, dass man das machen kann, ist insane. Da ist eins. Okay, wenn das geht, ne, wenn das reicht, klar. Okay. Geiler Spawn, Bro! Wie viel seid ihr denn drauf? Krieg ich das Ding nach da hinten rein? Ich sehe es nicht. Muss irgendwo da sitzen. Okay, hat geklappt, oder? Mal mitarbeiten. Achso, das ist einmal der Weg hier raus. Perfekt. Aber wie komme ich jetzt unten rein? Ah, warte mal. Hä?
Willst du mich verarschen? Gibt's so einen Skin? Gut gemacht, BD. Das ist aber nicht safe, oder? Ah, doch. Das war sehr weird. Ja, was macht der denn da? Jetzt die ganze kleine Scheiße, Digga. Aber gut, das ist halt auch Ende des Games, ne? Da ziehst du halt immer so ein Bullshit. Warum sollte man da unten durchgehen? Da ist ein Skin. An dem Ding ist nur ein Skin. Okay, das ist Arsch. Denn wir wissen, es gibt nur noch einen Ausweg. Ich bin jetzt hier gespawnt, perfekt. So. Ha. Hätte ich das von... Wird das mal aus? Von wo kann ich das hier rausziehen, ne? Hier geht noch. So. Da nehmen wir noch mit. Wie lange können wir überleben, bis Hilfe kommt? Ich bezweifle, dass Hilfe kommen wird. Wir sind auf uns gestellt. Ja, das ist bei ihm, Alter. Oh, chill, der Pixel. Okay. Das ist, glaube ich, der Ausgang, ne? Ne, ist nicht. Das ist der falsche Weg. Perfekt. Ja, geil. Denn der Ausgang ist da oben. Logischerweise. Mann. Hätte man draufkommen können. Egal, Leute. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht kommen dann mal so ein paar Einzelfolgen, wo ich dann halt Kopfgeldjäger und so noch schlachte, aber das sehen wir dann. Ob ich hier rausgeleiten kriege, das nicht, oder? Das wäre halt wild. Ich glaube 100% schaffe ich in dem Game eh nicht. Deswegen mal gucken. Ja, und rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Je nachdem, was wir da noch machen. Wie gesagt, vielleicht kommen hier noch mal ein paar Folgen zu. Vielleicht auch nicht. Das entscheide ich dann spontan, glaube ich. Und rein, macht's gut, Leute. Und dann sehen wir... Na komm, mit dem reden wir nochmal. Schön, Sie zu sehen! Gleichfalls. Ist das das Zuhause, von dem du gesprochen hast? Korrekt. Darin befinden sich einige Besitztümer. Ich nehme an, dass Sie sie nicht mehr benötigt werden. Sehen Sie sich ruhig um. Bist du dir sicher? Ich habe keinen Bedarf dafür. Als Dank für Ihre Rettung. Ich bestehe darauf. Okay. Das nehmen wir noch mit. Och, Kiste. Duellantenjacke. Okay, sehr viel Duellanten zurück heute. Das war's ja dann auch. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.